und Tickets spielt. Du bist. Du bist. Oh, 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 oh. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu Game 2. Heute Ausgabe 10. Ich bin so aufgeregt, ich bin so voller Freude, ich könnte explodieren. Ah! Fuck. Die Themen. Wow. Folge 10 von Game 2 ist wieder mal bis zum Anschlag vollgestopft mit geschmackvollen Beiträgen. Wir legen los mit einem Preview zu Sniper Elite 4. Der Scharfschützen-Simulator bietet einen integrierten Nacktscanner und macht Dauercampen und gemeine Klötenschüsse endlich wieder salonfähig. Danach geht's weiter mit einem Review zu Yakuza 0. Passanten hauen, einkaufen, auf Catfights wetten, da ist wieder alles drin, was den Japano-Prügler groß gemacht hat. Und Buddy sieht halt geil aus in einem weißen Anzug. Stets gewaltbereit kämpft er sich durch die Straßen von Tokio. Danach haben wir einen Beitrag zum Thema Open World für euch. Denn spielerische Freiheit ist uns wichtig. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und zum Schluss gucken wir uns die Spiele im Februar an. Ach ja, und wir haben jetzt 100.000 Abos bei YouTube. Darauf essen wir einen Drink. 100.000 Abos, Leute! Und geile Open-World-Beiträge. So geht's hier heute richtig geil ab in der Sendung. Ich freue mich mega und ich hoffe, dass auch ihr etwas dazu beitragen könnt. Ihr könnt natürlich wieder teilnehmen unter dem Hashtag Game2 auf Twitter und allen anderen Social-Media-Kanälen. Und, oh Moment, nicht nur da. Ihr könnt auch mitten rein in die Sendung. Und wie macht ihr das? Indem ihr natürlich Community fucking Krogmann kontaktiert. Krogi, was geht bei dir ab? Hi, du hast vollkommen recht. Das geht. Und ich wollte wissen, was waren denn deine absurdesten Momente in Open-World-Games? Ich hab da noch aber überhaupt keinen Bock drauf. Ich will erst mal ein bisschen ballern. Und ihr solltet euch ein bisschen beeilen. Jetzt komm mal zur Pötte! Nils, ich glaube, du hast dein Shirt nicht gewaschen. Krui! Ich mein's ernst! Komm was? Schon! Bist du doof oder hast nicht auf die Eier? Alter Schwede, bist du doof? Nicht. Ey, du weißt, nein. Was du tun willst, oder? Hä? Aber was willst du? Was will er denn? Los, was Mann, los! Ist doch klar, was er will. Das klappt heute nicht so! Mann, nicht schon wieder! Nicht auf die Knie! Ja, was denn soll er? Feuer's ab! Ach so, sorry! Jetzt kommt Sniper Elite 4! Okay. Denk ihn an deinen eigenen Eier! Ruhe im Saal! Mr. Fairburn, Sie werden angeklagt, während Ihres Einsatzes gezielt auf die Hoden Ihrer Feinde geschossen zu haben. Wir haben das Ganze zur besseren Veranschaulichung für Sie hier mal nachgestellt, liebe Geschworenen. Dieser miese Hodenhunter! Mann, wie aussehen! Ruhe! Zum letzten Mal hier. Also, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Und nicht vergessen, Sie stehen unter Ei. Pass mal auf. Also, das war so. Ich war 1943 bei den Italienern unterwegs. Hab den Widerstandskämpfern beim Nazi-Verscheuchen geholfen. Ich bin ja ein Elite-Sniper. Best of the best. Da wirst du schon mal ins Ausland bestellt. Beim Einsatz davor war ich zum Beispiel in Nordafrika. Und davor habe ich Berlin rasiert. Und was macht man, wenn man so überpowered in ein fremdes Land kommt? Na, ist doch klar. Man steigt auf einen alten Glockenturm, markiert mit einem Fernglas alle Trottel, die im Tal rumstehen und holzt dann in Ruhe alle weg. Am liebsten habe ich mit schallgedämpfter Muni geschossen. Die lag da zum Glück überall rum. Aber an verwegenen Tagen habe ich auch mal mit dem lauten Zeug geballert. Nur kamen die dann plötzlich zu mir gelaufen und das nervt. Na jedenfalls wollte ich gerade so chefmäßig den Kegel abräumen. Da fiel mir auf, was die Typen für eine Scheiße labern. Wenn der Krieg zu Ende ist, mache ich einen kleinen Laden auf. Die Nazis in Italien waren eigentlich alle ziemliche Ottos. Mal ein Beispiel. Ich lag in einem Busch, habe meine Pfeife ausgepackt und einen von denen angelockt. Zack!
war der weggemessert. Und ich bin wieder abgetaucht wie so ein Puma. Ich dachte mir, die sind so scheiße dämlich, vielleicht klappt das nochmal. Und zack, lag der nächste Rainer im Busch. Und so ging das immer weiter. Was für Pfosten. Aber dann kam Captain Superhirn und hat nicht mal gerafft, wo das Pfeifen herkommt. Zum Glück hat man als Elite-Sniper immer einen Stein im Gepäck. Der Typ kriegt also einen gegen die Ömme, kommt zu mir gelaufen und zack, zack, liegt er auch bei seinen braunen Brüdern. Irgendwann war das aber sogar mir zu doof und beim nächsten Gegner habe ich wieder die Präzisionsflinte ausgepackt. Und da kann man mir über den gesamten Einsatz hinweg echt wenig vorwerfen. Das war alles wie aus der Sniper-Bibel. Entfernung einschätzen, bisschen drüber halten und Luft anhalten. Und als ich gerade zu so einem grundsoliden Kopfschuss ansetzen wollte, fängt der Typ schon wieder an, so dämliches Zeug zu labern. Ey. Der ist doch schuldig! Ja gut, da ist mir vor Lachen die Flinte ein bisschen runtergerutscht. Die finden das lustig. Wissen Sie überhaupt, wie weh das tut? Nee. Ja, der Gerichtsdiener, fühlen Sie dem Angeklagten mal die Brutalität seiner Handlung vor. Ja! Das ist geil. Hammer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nice. Unmöglich. Wollen wir doch mal sehen, ob Ihre Opfer das auch so lustig finden. Ich rufe Herrn Harry Günther Klöten in den Zeugenstand. Ich rufe Herrn Harry G. Klöten, bitte. Herr Klöten, bitte beschreiben Sie uns den Tathergang. Genau auf die Eier hat er mir geschossen. Genau drauf. Hätte überall hinschießen können, aber nicht auf den Sack, Mann. Bastard. Ja gut, manchmal muss es schnell gehen, ne? Im Krieg wird überall gekämpft. In der Luft, zu Wasser und am Hoden. Aber ich schweife ab. In Italien hatte ich viel mehr Platz als bei meinen letzten Einsätzen. Die Landschaft war Hammer. Toskana-Style mit so Hütten und Hügeln und so. Nicht so eine graue Suppe wie in Berlin. Da konnte man so richtig die Seele baumeln lassen. Und wenn mir langweilig wurde, hatte ich als Elite-Sniper immer ein paar lustige Gadgets dabei. Springminen mit Stolperdraht zum Beispiel. Sagt der Name schon. Lieber drüber hüpfen. Sonst macht's Aua. Oder eine Mine, die man an den Toten klebt. Und wenn sein Kumpel zum Trauern kommt, naja, ist hinterfotzig, aber... Ping! Oder man schießt auf einen Benzinkanister und ratet mal, was dann passiert. Später gab's auch Nazi-Sniper. Da musste ich doch ein bisschen aufpassen. Immer nur am Campen, die Typen. Wenn so einer da ist, sollte man nicht so auf offener Wiese rumstehen. War am Ende aber auch kein Ding. Die sind halt nicht Elite. Aber bei dem ganzen Spaß hatte ich natürlich nie die Mission aus den Augen verloren. In Italien hatte ich eine Menge davon. Kameras kaputt schießen, höhere Offiziere abknallen oder eine größere Brücke zerballern. Aber egal, was auf dem Zettel stand, hier, kleiner Tipp vom Profi, ne? Man sollte immer schön in Deckung bleiben, sonst gibt's Alarm. Wenn's auf der Karte gelb blinkt, dann sind die Crowds sauer, wissen aber nicht auf wen und laufen blöd hin und her. Wo zum Teufel ist der? Wenn's rot blinkt, haben sie mich entdeckt und im Rudel sind die dann doch gefährlich. Ich fasse die ganze Italien-Sache mal zusammen. Das Snipern hat echt Laune gemacht. Durch die Waffen-Gadgets wurde es nie langweilig und durch die Röntgensicht habe ich echt viel über Anatomie gelernt. Das ist pädagogisch wertvoll. Naja, und die Feinde sind scharfsinnig wie ein Meter Feldweg. Hey, da ist doch etwas. Kurz, ich würde wieder hinfahren. Ach ja, und bei einem Einsatz musste ich Hitler töten. Schon wieder Hitler. Dem hatte ich schon in Nordafrika und Berlin auf die Klöte geschossen. Aus Versehen. Scheint eine harte Nuss zu sein. Aber der musste natürlich wieder weg. Naja, und als ich abdrücken will, kneift mich da was am Sack. Dann bin ich natürlich abgerutscht, ne? Was fällt dir ein? Na, also das klingt mir wenig überzeugend. Herr Gerichtspsychologe, wie beurteilen Sie denn den Fall? Nun, es liegt hier ein besonders schwerwiegender Fall von Hodenmobbing vor, die dem Angeklagten während der militärischen Ausbildung angetan worden ist. Das ist ein grausames und sehr beliebtes Spiel unter Rekruten. Ich habe da zur Veranschaulichung mal was für Sie vorbereitet. Gerichtsdiener, beginnen Sie mit der Präsentation. Sie sehen hier das sogenannte Teabagging. Dabei wird das Opfer regelrecht abgehodelt. Der schlaffe Sack peitscht unbarmherzig ins Gesicht des Opfers. Mr. Fairburn erlitt dabei eine schwere Hodophobie und sieht sich seitdem gezwungen, auf Hoden zu schießen. Das reicht genug, ich hab genug, das reicht, hört ihr auf. Also ist es wahr, Sie armer Mann. Sie armer Mann! Nein, Mann! Mir macht es einfach mega Spaß, auf Hoden zu ballern! Dank Röntgensicht sehe ich die Hoden so richtig schön bimmeln und bammeln. Mehr Spielspaß geht überhaupt. Das ist ja unerhört! Das ist mein Ei! Du mieser Eierschläger! Ich verlange ein Skrotum-Votum! Jury, wie plädieren Sie? Schuldig! 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 Fürchterliche Szenen.
dass wir das letzte überhaupt zeigen durften. Das mussten wir vorab von der USK auch abnehmen lassen. Es ist übrigens eine Preview-Version, die wir getestet haben, ja, und ist uncut und ab 18, wie man tatsächlich auch vermuten könnte. Es gibt auch eine Kampagne und einen Koop-Modus. Ja. Was ich sehr interessant finde, weil so zu zweit auf die Jagd zu gehen, macht doch viel mehr Spaß als alleine. Das ist so wie wenn du abends weggegangen bist mit deiner alleine. Besten Freundin. Ach so. Die Jagd. Nein. Was ist passiert? Habe ich irgendwas? Ich muss ehrlich gesagt, ich lache innerlich immer noch am Skrotum-Votum. Willst du als Biologin kurz den Begriff Skrotum erklären? Natürlich, der Skrotum. Ist es das Skrotum? Nils? Das Skrotum ist natürlich das, was Tim ins Gesicht bekommen hat. Ich kann es nicht aussprechen. Warum? Das sagt man nicht. Was sagt man nicht? Eier, Hoden, keine Ahnung. Der ganze Beitrag dreht sich 10 Minuten über Hoden. Und jetzt sitzt hier und hast Angst, das in den Mund zu nehmen. Also. Läuft. Ne? Ja, Hoden. Nils, bist du denn ein guter Sniper? So, bist du eher so ein kleiner Camper? Ich spiele tatsächlich gerne Sniper. Du ballerst nicht wild rum, sondern du hast nur einen Schuss sozusagen. Ah, ja. Und dieser eine Schuss zählt total viel und du begleitest diesen Schuss. Das ist quasi das komplette Leben der Kugel. So vom Abschuss bis zum Einschlag. Das ist ja, für ihn ist das ein ganzes Leben, für uns ist es eine kurze Zeitspanne. Ja. Und dann in Zeitlupe das Ganze erlebbar zu machen, wie der so durch die Gegend fliegt, an was der vorbeifliegt, was der sich so denkt und wie er einschlägt und so. Ich fand das super. Das zieht dann innerhalb von wenigen Sekunden an einem vorbei. Ja. Ja, das ist krass. Ich treffe, also meine Trefferquote ist ungefähr zero mit dem Scharfschützengewehr immer. Zero ist ein gutes Thema gerade, denn wir haben für euch getestet. Yakuza Zero, das Japanospiel der Japanospiele. Und wie wir es wirklich fanden, das seht ihr jetzt. Wenn das Ende sich langsam nähert und wenn ich gehe, wirst du mich vermissen? Werde ich dir fehlen? Werde ich irgendetwas hinterlassen haben? Vielleicht nur eine Geschichte? Ich habe dich nicht an einem Tag erobert. Es war kein Glück. Ich habe mich durchgebissen und die anderen überdauert. Jeden von ihnen, bis keiner mehr da war. Doch nach allem, was passiert ist, liebe ich dich noch immer wie damals. Du bist meine Stadt. Tokio! Willkommen im Tokio der 80er Jahre, bunt, flashy und abgedreht wie eine adulte Goldarmadine. Du musst es erleben. Tausch dein Smartphone gegen einen Pager, die PS4 gegen einen Arcade-Automaten und erkunde mit Kiryu Kazuma den bunten Lichterdschungel der Stadt. In Yakuza Zero geht es um die prächtigsten Jahre des japanischen Mafia-Business. Ich meine, wer will nicht wissen, wie es Kazuma gelungen ist, so ein krasser Motherfucker zu werden? Schon mal vorab, eigentlich war er es immer. Und wenn du denkst, nach 5 Teilen hätte die Japano-Mafia ihre Kreativmunition für ein Prequel verschossen, du liegst falsch. Auch diesmal verschlägt es uns in Tokios Red Light District Kamurocho. Doch Moment, ist das nicht die haargenau gleiche Map, die wir seit Jahren bei Yakuza sehen? Ja, und obwohl wir uns nur in diesem einen Stadtteil aufhalten, ist Yakuza Zero fakey Open World Gurken wie Mafia 3 mehr als ein Essstäbchen an Sandbox-Vielfalt voraus. Das liegt nicht etwa daran, dass die Map mit ihrer Weitläufigkeit glänzen würde. Vielmehr begeistert, wie die Hauptstory immer wieder durch die enorme Bandbreite an kreativen Sidequests und charmanten Zeitfressern aufgelockert wird. Puh, wo fange ich an? Gönn dir eine unvergessliche Zeit auf Highscore-Jagd in den Arcade-Hallen. Dart, Blackjack, Baseball, Billard? Das ist dir zu wenig Klischee? Mann, du kannst dich sogar lokal und online mit deinen Ganoven-Kumpels in Karaoke-Bars, Discos und Fightclubs vergnügen. Oh, und die Telefon-Minigames erst. Müßiggang ist nicht so dein Ding? Überhaupt willst du nur ans große Geld? Okay. Dann tauch ab ins Real Estate-Business und werd ein Immobilienhai. Das kostet Zeit, spült aber ein Tsunami aus Yen in deine Kassen. Und denk dran, auch in dich selbst zu investieren. Ja, wörtlich in dich selbst. Wenn du nicht gerade im Straßenkampf neue Fertigkeiten beigebracht bekommst, kannst du auch Myriaden von Yen einsetzen, um weitere Moves, Ausdauer und mehr Ansehen zu bekommen. Ist teuer, aber das Geld prügelt sich ja auch von allein wieder rein. Die Straße kriegst du halt nicht einfach geschenkt. Du musst sie erobern. Aber mit 3 verschiedenen Kampfstilen wird dir auch nie langweilig. Beast Mode für mehr Crowd Control, Rush, wenn's schnell gehen soll, oder den klassischen Brawler. Geht immer.
So, noch ein Finishing-Move. Puh. Und Bartshorts zur Belohnung. Dabei hält Kazuma einiges an Schlägen und Tritten aus, aber denkt auch mal daran, was zu essen. Sonst betrachtet ihr nur die Reisfelder von unten. Das klingt jetzt alles nach oberflächlichem Fun. Allerdings bietet die Handlung durchaus Tiefgang. Nicht nur übertreffen die Dramen und Intrigen des Yakuza-Business alle dagewesenen Beans Tag- und Nachtfolgen, nein, man fiebert auch mit. Wie halt bei Beans Tag und Nacht. Der packende Mainplot mit einer seriösen, tragenden Story, in der Kazuma sich mit Machtverhältnissen innerhalb der Stadt auseinandersetzt und nach seine Position in diesem Machtgefüge sucht, fesselt wie ein Kinofilm. Bei den optionalen Sidequests lässt uns das Spiel besonders seine Stärke als Open-World-Titel und als verrücktes Japano-Ding spüren. Selbst an spannenden Storystellen fällt es schwer, den Fremden auf der Straße einen Wunsch auszuschlagen. Hey, boy! Ich meine, wer wollte nicht schon immer den Produzenten einer TV-Show spielen? Oder Chorjungs beibringen, Rockstars zu sein? Oder das getragene Unterwäsche-Reseller-Business aufzulösen? Dank interaktiver Dialoge bestimmt ihr, in welche Richtung sich die Unterhaltungen entwickeln. Ah, da klebt die Hand schon förmlich am Absurditätsknopf. Die meisten Probleme lassen sich auch mit ein paar Schlägen in die Magengrube lösen. Trunkenheit, Schulden, Unvernunft. Man könnte meinen, wir würden die Sünden aus dem Viertel prügeln wollen. Geliebte Brüder, im Namen des Herrn, jagt die Sünde aus unserem Tempel! Ach ja, im Gegensatz zum Vorgänger Yakuza 5 gibt es hier nicht 5 Storys, sondern nur 2. Moment, 2? Ja, 2. Denn parallel zur Gangsterkarriere in Tokio feilt ihr an eurem Werdegang in Osaka. Hier lebt Majima und versucht sich genauso wie Kazuma ins Yakuza-Business zurückzuprügeln. Was das für euch heißt? Nochmal 3 weitere Kampfstile sowie ein weiteres Geschäftsfeld als Nachtclubbesitzer. Ja, verdammt viel Licht in Yakuza. Aber es gibt auch schattige Plätzchen. Die enorm vielen Textboxen sind nichts für Lesefaule und auch die grafische Präsentation reicht nicht an GTA heran. Es sind vielmehr die kleinen Dinge und die aufgedrehte Japano-Craziness, die Yakuza Zero zu einem einmaligen Open-World-Erlebnis machen. So war das damals in den wilden 80ern. Aber der alte Mann hat's immer noch drauf. Oh, das war so gut, warte, warte. Mein Schienbein? Entschuldigung, können Sie mir über die Straße helfen? Hier kann ich alleine. Es wird Zeit für einen Anruf. Moshi Moshi? Hallo, hier ist Rosi. Wie geht's deinen Enkeln? Gut, gut. Keine Haare in dem Alter. Und so schwer, ich kann sie kaum heben. Aber mit dem Rollator kann ich noch laufen. Wollen wir uns mal wieder treffen? Wann geht's denn bei dir, Röschen? Oh, meine saftigen Klößchen. Du, das wird leider nichts. Ich bin gestürzt. Und die Hüfte tut mir nun weh. Das hast du bereits getwittert. Gewitter? Roswitha. Ja, ja, bis Dienstag. Ach ja, es ist schön in meiner Stadt. War Yakuza Zero ein Titel, der mich dieses Jahr echt überrascht hat, dass ich diesen Beitrag überhaupt abbekommen habe. Und dann dachte ich so, wow, okay, Japano, crazy. Und dann nach und nach findest du dich ein und findest so richtig Geschmack an diesen guten Ramen-Nudeln, die es da gibt. Und dafür haben wir uns natürlich einen Experten reingeholt nochmal, weil wer könnte es besser wissen als Gregorios? Ja, das sagen wir ungefähr bei jeder zweiten Sendung. Aber unsere Moderationsmaschine... Gregor, muss aber auch immer so hast viel du, soll ich arbeiten. Noch mal schauen, ja, nee, ob ich was hab. Warte mal, ich hab das. Ja, das reicht. Okay. Gregor? Ah, danke schön. Da bin ich. Endlich hat sich mal einer erbarmt. Ich sitze hier schon seit 3 Tagen. Na, ja, du? Das ist aber auch. Du bist ja aber auch immer beschäftigt zu jedem Scheiß, musst du irgendwas erzählen. Ich find's sehr gut übrigens, dass Yakuza jetzt auch nachgestellt hat, ich brauche Geld eben, um zu laufen. Und so funktioniert es im Spiel ja auch. Ja,
Yakuza ist ja tatsächlich so ein Steckenpferd von dir. Du bist ja generell, was so Spielimporte aus Japan angeht, sehr gut bewandert und bist immer gerne auch als Experte hier. Yakuza selbst ist schon, ich glaube, 2015 damals für PS3 noch für die Generation gekommen. Das Yakuza Zero, ja. Und die Serie selbst gibt es ja auch schon einen kleinen Tacken länger, seit 2004, 2005 war es auf der PS2 rausgekommen. Die Serie hat ein bisschen gedauert bei mir, bis sie so richtig Anklang gefunden hat. Ich mag zwar den ganzen Japano-Wahnsinn und auch das Open-Worldige, das fast schon, viele Leute vergleichen sehr gerne so mit GTA, ganz gerne, wobei ich finde, so ganz richtig trifft es das nicht, weil es ist Open-World, es ist Sandbox, aber es hat ein bisschen mehr sowas wie vom spirituellen Nachfolger von Shenmue, also was da für die Wurzeln, die da gesetzt wurden in Yakuza weitergeführt, hat aber eben noch wesentlich mehr Minigame und Nebenbei-Kram, ja, den man anstellen kann, das hat Sophia ja dann auch gesehen. Wirklich. Und obendrauf, was mich dann auch noch gefesselt hat, ist denn die doch schon im Kontrast zu dem Wahnsinn sehr gut erzählte und auch melodramatische so Gangster-Japano-Story, fast schon so auf Niveau von Filmen wie zum Beispiel Infernal Affairs. Also das ist ja bei japanischen, du sprichst es an, dieser Wahnsinn, ne? Das ist ja ganz oft so drüber, dass man irgendwie denkt so, ja, okay, ist mir ein bisschen zu crazy. Die Charaktere sind alle so quietschbunt, haben komische Stachelfrisuren und das ist alles irgendwie ganz, ganz, ganz komisch irgendwie. Kann man das ernst nehmen, das Spiel? Ist die Story so, dass man tatsächlich das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie bedrohlich, es ist realistisch? Mhm. Das merkt man tatsächlich erst, wenn man ein bisschen länger reingespielt hat, weil nach außen hin sieht man dann die Catfights und das Auto, durch hier ferngesteuerte Autorennen fahren und Hühner, die man rekrutieren kann, um sein Geldbusiness zu managen und so weiter. Aber der Kontrast ist eben, wenn man sich einmal reingefummelt hat, dass trotzdem sowohl auch das Ernsthafte und das Wahnsinnige vernünftig gut bedient werden damit. Er ist aus. Na, fuck, das ist doch. Warte, mach das bitte. Vernünftig gut bedient werden damit und man sollte auf jeden Fall dem Ganzen eine Chance geben, weil das ist ja, Sophia, da kannst du ja gerne dazu beipflichten. Du kannst die Serie vorher nicht, hat dich die Geschichte irgendwie ein bisschen gepackt? Ja, ich muss sagen, am Anfang kam die mir so platt und klischeemäßig vor, so die erste Stunde vielleicht. Und dann nach und nach findest du richtig Geschmack, weil du immer so Häppchen an diesen Sidequests dazu bekommst. Das sind häufig so Pick-and-Fetch-Aufträge. Aber diese Dialoge, Mann, das ist einfach nur purer Fun. Also, ja, in den Sidequests ist der Spaß sozusagen drin und genau. In der Hauptstory ist die Dramatik. Also je nachdem, worauf man Bock hat, kann man sich's aussuchen. Ich muss auch sagen, ich habe die anderen gespielt. Es ist eben zusammenhängende Geschichten. Und dadurch, dass das ein Prequel ist, zeigt, wie sich die ganzen anderen Geschichten entwickelt haben, hat man sehr viel als Fan natürlich, wo man was mitnehmen kann. Aber eben auch ein idealer Startpunkt für Leute, die bisher gar keine Berührungspunkte damit hatten. Und es kommt demnächst ja noch ein Remake von Teil 1. Also gerne, wenn man Interesse hat, das ist wirklich der ideale Startpunkt, vor allem, weil auch das Gameplay bis hierhin schon einigermaßen poliert ist. Ja, perfekt. Können wir so nur unterschreiben, würde ich auch so empfehlen. Und wir hatten ja einmal das Thema auch, dass ja ganz viel popkulturelle Sachen da auch drin sind. Dass es diese 80er Jahre richtig gut widerspiegelt auch. Das macht es. Sehr interessant ist eben zu sehen, dieser Geldaspekt und Geld verdienen und in sich selbst investieren, das ist in den anderen Spielen gar nicht drin. Die fangen ja erst ab so 2005 an, storymäßig. Also da, wo sie auch rausgekommen sind, spielen sie meist. Und in den 80ern, da war Japan quasi wirklich, da war noch nichts von der Rezession zu spüren, da hatten die Leute quasi Geld und das spiegelt das Spiel ein wenig wider. Also wenn ich hier sehe, dass du dann hunderte von Millionen Yen dann einfach rausprasselst, es gibt eine Funktion, um Geld in die Luft zu werfen, damit du nicht von Gegnern angegriffen bist, weil sie sind beschäftigt, das Geld einzusammeln. Na? In allen anderen Yakuzas freue ich mich, wenn ich da mal 100 oder 200 Yen finde und das ist schon als Kontrast dargestellt. Schöner Kontrast zu den engen Gassen. Yakuzas ist unser nächstes Thema, nämlich Open World, die nicht enden wollenden Landschaften vieler neuer Spiele, die eben mit einer Welt begeistern können, in der man tun lassen kann, was man möchte. Und wir haben uns einfach mal in der Redaktion umgehört. Was sind denn eigentlich eure Gedanken, also unserer Redaktion, zu Open World? Eine kleine Reportage. Die Grand Theft Auto-Reihe gilt als die Mutter der offenen Spielwelten. Aber vom schmächtigen Top-Down-Spielchen zum grenzensprengenden Open-World-Giganten war es ein weiter Weg. Ein Werdegang, den sich die Serie mit anderen Genre-Kollegen teilt. Wo wir uns früher noch unter abstraktem Polygongelump große Welten zurechtfantasieren mussten, erkunden wir heute mit Hackebeil und Holzschild ein endloses Fantasy-Schlaraffenland in Skyrim.
Sehen das idyllische Open World Australien im Rückspiegel von Forza Horizon 3 vorbeizischen? Oder verpassen möchte gern Gangstern saftige Triadenschellen im fiktiven Tokio von Yakuza? Allerdings ist es gar nicht so leicht, eine Grenze zu ziehen. Wo fängt Open World an? Wo hört sie auf? Das stellen auch die Leute eindrucksvoll unter Beweis, die wir zum Thema und genauer zu ihrem ersten Open-World-Spiel befragt haben. Mein erstes Open-World-Spiel müssste GTA 3 gewesen sein, glaube ich. Mein Gott, Weiß ich nicht mehr so genau. Gab es vor GTA 3 schon richtige Open-World-Spiele? Also mein erster Impuls war zu sagen GTA 1. Maybe the first open world would be Zelda. Zelda gave you a quite good feeling of where we could go for open world. Wenn ich so drüber nachdenke, war es eigentlich Legend of Zelda. Weil man hat ja auch diese große Welt, man kann überall hin. Also ich nehme an, dass das schon als Open-World-Abenteuer gilt. Es ist aber auch wirklich nicht so leicht mit diesen blöden Genreschubladen. Kaum steckt man ein Spiel rein, quillt es an anderer Stelle auch schon wieder raus. Also versuchen wir mal festzuhalten. Im Kern einer jeden Open World steht, wer hätte es erwartet, eine offene Spielwelt. In der wird euch eine Marschroute zwar aufgezeigt, nicht aber aufgezwungen. Sidequests und Nebenbeschäftigungen, die die Übersichtskarte mit ihren bunten, blinkenden Symbolen wie Pocken sprenkeln, buhlen um eure Aufmerksamkeit. Vielfältige Nebenaufgaben sind für das Genre also essentiell. Nein, nein. Ja, gut, Mafia 3 ist ja auch Open World, ne? Und da war die Welt nur eine hübsche Tapete, an der du auf dem Weg zur nächsten Mission vorbeicruist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden. Naja, zumindest aber Ladezeiten sind ein klares No-Go. Die Welt muss konsistent sein. Glaube ich. Außer natürlich bei speziellen Gebieten wie Dungeons und so, oder? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ach ja, so ganz genau weiß ich es dann halt auch nicht. Aber wenigstens das Spielgefühl, das sich bei Open-World-Titeln einstellt, lässt sich gut festmachen. Das wissen auch die Entwickler vom bald erscheinenden Ghost Recon Wildlands. Open World means more or less I can experience what I want when I want. It's about the freedom that it gives to you and how much the choice are open for you as a player. Die Idee von offenen, frei erkundbaren Spielwelten beschäftigt Spieler schon lange. In den 70ern und 80ern griffen Entwickler bereits nach den weit, weit entfernten Sternen. Spiele wie D&D oder Rogue wirken heute abstrakt, gelten aber als erste Gehversuche des Genres. Einer der bekannteren Namen in diesem Zusammenhang ist Richard Garriott, der mit der Ultima-Serie ein waschechtes Open-World-Urgestein schuf und mit dem schwarmfinanzierten Shroud of the Avatar bald ins Business zurückkehren möchte. And you fail. Heute ist eine offene Spielwelt technisch weit machbarer als noch im vorletzten Jahrzehnt. Mittlerweile ist sie für Publisher und Entwickler sogar ein wichtiges Verkaufsargument. Klar, bietet das Konzept auf den ersten Blick doch enorm viel Inhalt fürs Geld. Und auch in unseren Köpfen ist der Wunsch nach dem grenzenlosen Spiel und totaler Freiheit fest verankert. Also was mich reizt eben an Open-World-Spielen ist, dass ich theoretisch die Chance habe, selber meinen Weg zu gehen. Wenn man was sieht, wo man hin will, dass man da einfach hingehen kann. Oder wenn man einen Charakter trifft, mit dem man noch länger Zeit verbringen will, dass man den einfach anquatschen und noch mehr mit ihm erleben kann. Wenn ich was entdecken kann, was es nur da gibt, dann ist es geil. Aber das ist halt bei den meisten Open-World-Spielen nicht. Die bieten halt die gleichen Schweinesorten bei Far Cry im Norden, wie im Süden, wie im Westen. Ich weiß nicht, ich habe Far Cry eigentlich gar nicht gespielt, weil es mich nicht gereizt hat. Aber so stelle ich es mir vor. Der gute Eddie deutet es schon an. Zwar machten die offene Spielwelt und die vielen Möglichkeiten Marken wie Far Cry, Fallout oder The Witcher groß, trotzdem zeigen sich Abnutzungserscheinungen. Die größte Spielwiese ist halt auch nur ein ungepflegter Acker, wenn es in ihr nichts Bedeutungsvolles zu tun gibt. Das Erklimmen des zigsten Aussichtsturms in Ubisoft-Titeln ist heute mehr dröge Fleißaufgabe und weniger das Spektakel, das es noch bei den ersten Teilen der Assassin's Creed-Reihe war.
Und leider wurde das Genre auch so sehr zum Trendgegenstand, dass es stellenweise Spielen angeheftet wurde, bei denen es inhaltlich und spielerisch kaum Sinn ergab. Ja, Open-World-Spiele können ein Ass im Ärmel sein, genauso sehr aber auch ein faules Ei. Ein großer Nachteil bei Open-World-Spielen ist meiner Ansicht nach, dass es schwerfällt, eine Geschichte auch wirklich so zu erzählen, dass sie den Spieler auch begeistert, auch wenn er vielleicht 4 Stunden lang angeln war. Gerade bei Open-World-Spielen habe ich das Gefühl, du hast innerhalb der ersten 3 Stunden sozusagen jede Mechanik, die das Spiel bietet, gemacht und ab dann wird es nur noch repetitiv. Mich langweilt es sehr, sehr schnell. Bei zum Beispiel Red Dead Redemption sagen ja viele, die Atmosphäre ist so geil und die Ausarbeitung der Charaktere und die Dialoge. Das stimmt auch alles, aber da gucke ich mir dann halt lieber einen 2-stündigen Western an, als 10 Stunden lang so zu tun, als ob ich ein Videospiel spiele. Open-World-Spiele können großartig sein. Wir Spieler genießen es, in einer offenen Welt Mumpitz zu verzapfen und zu schauen, wie die simulierte Umwelt darauf reagiert. Aber nur weil ein Konzept gut aufgenommen wird, heißt es nicht, dass wir nicht eines Tages trotzdem satt sein können. Open-World-Spiele müssen dem entgegenwirken. Liebe Entwickler, schafft eine Story, die sich uns mit ein bisschen Nachdruck erzählt und meinetwegen auch unsere Freiheit einschränkt. Dann verliert sie sich auch nicht in Sidequests und 4-stündigen Angelsessions. Und wenn ihr schon eine offene Welt bietet, dann doch bitte auch mit Sinn dahinter. An hübschen Kulissen düsen wir auch in anderen Spielen vorbei, da braucht es keine Open World. Seit den Anfängen des Genres ist so viel passiert, nutzt doch diese Erkenntnisse auch. Da sind wir wieder. Gut, dass es das Let's Play gibt mit Eddie und Red Dead Redemption. Da kann man beides kombinieren. Man kann sich den Western anschauen und gleichzeitig irgendwie schauen, das Spiel genießen. Schauen, wie Eddie den Western lieber geschaut hätte. Von daher ist doch super, dass wir das Let's Play im Programm haben. Ja, Gregor, wie stehst du zu Open World? Hast du da eine politische Meinung zu? Na, innerhalb des Beitrages wurden ja schon alle Aspekte eigentlich da ganz gut beleuchtet. Ich mag Open World an sich sehr gerne, gerade die frühen GTAs. Also ab GTA 3, meine ich jetzt damit, habe ich immer sehr gerne gespielt. Ich könnte mich wahrscheinlich heute noch blind in Vice City zurechtfinden. Mhm. Das ist ein bisschen was heutzutage so abgegangen ist einigen Spielen, weil Open World so inflationär benutzt wird und nicht mehr so häufig interessant gestaltet und mit interessanten Sachen gefüllt wird. Klappt es für mich nicht immer. Bei manchen Sachen, da kann ich mich noch drauf heften, ob es jetzt als mit Inhalt gefüllt oder Kulisse ist, wie bei den Mafia-Games, da gefällt es mir auch ganz gut. Aber es klappt nicht immer. Bei Yakuza funktioniert es. Ich finde es tatsächlich auch. Ich habe Fallout 3, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, auch New Vegas sehr gerne gespielt, weil ich das Gefühl hatte, die Welt ist tatsächlich auch irgendwie lebendig und es hat Auswirkungen, was man macht. Es gibt verschiedene Fraktionen. Wenn ich an der einen Stelle mich für etwas entscheide, dann hat das Auswirkungen auf die komplette Welt. Bei Fallout 4 zum Beispiel, was ja der neuere Titel ist, habe ich das Gefühl, das hat sich ein bisschen degeneriert. Also wenn ich da irgendwo hingehe und aufräume, also ein Gebiet cleare und dann gehe ich kurz weg, weiß ich genau, okay, was ich nach 15 Minuten wird es resettet und wenn ich dahin gehe, zurück, dann sind an der exakt selben Stelle die exakt gleichen Gegner, die exakt das gleiche machen und du weißt genau, okay, da kommt wieder der Ork mit Selbstmord-Ork mit der tickenden Bombe, da links sind die dummen Droiden und so und das finde ich dann, reißt einen total aus sowas raus. Ich finde, man kann bei Open World auch viel falsch machen. Ich glaube, das ist aber auch echt eine krasse Kunst und eine Gratwanderung, das zu, also nahtlos viele Gebiete und viele Storys so zusammenzuschweißen, dass du das Gefühl hast, ich habe eine Auswirkung auf, also damit genau das nicht eintritt, dass du sagst, ja, ich habe Nachladescreens, der Spieler kriegt aber nicht mit, dass ich da das Gebiet nachgeladen habe und vielleicht bleibt da noch das, was er dort ausgewirkt hat im Gebiet. Ich glaube, das ist entwicklungstechnisch ziemlich schwer, das hinzukriegen. Und dadurch, dass viele das nur noch als Marketing-Argument verwenden, das Open-World-Ding, vernachlässigen die das teilweise inhaltlich. Es wird ja, man denkt immer, es ist natürlich ein riesiger Aufwand, um sowas zu bauen, aber die haben ja mittlerweile Tools, um zu generieren. Ich habe die Fläche, da packe ich ein bisschen Gras, da packe ich ein bisschen Bäume hin, da kommt ein Turm, den ich erobern muss. Und solange die Spiele es nicht schaffen, dass ich die Map aufmache, da 1000 Punkte sehe und sage, oh, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also, die müssen ja Sinn haben. Es geht ja darum, dieses Gerüst zu stricken, dass es inhaltlich halt auch. Ja, also inhaltlichen Sinn, wenn du den suchst, dann solltest du vielleicht mal unseren Community-König Michael Krugmann fragen. Ja, ganz schön heiß hier. Danke, Nils. Und ihr habt euch gemeldet. Wir wollen mal schauen, was ihr geschrieben habt. Schauen wir mal. Thiessens hier schreibt: Ich habe in Skyrim alle Tiere in Gläser gesammelt. Extra dafür in Galt gehen. Was meinst du damit? Egal. Die Weltrettung kann warten. Ich will einen Schmetterling im Glas. Und schauen wir mal, ob ich den Clip für dich abschießen kann, okay?
bin der beste Schütze. Geil. Hab ich noch einen? Ich hab noch einen. Komm schon. Wer schreibt denn noch? Pasquale schreibt, um was Aktuelles zu nennen. Ich finde die Mission in Final Fantasy 15 dämlich, wo ich Zwiebeln oder Tomaten ernten muss für irgendwelche Gemüse hinter der Stadt. Hallo, ich bin der fucking König und werde auf niederträchtige Botengänge geschickt, bei denen ich mit meinen Händen in dreckiger, oller Erde graben muss. Das hat ja wohl gar nichts mit maximaler Realität oder guten Nebenquests zu tun. Da ist jedes Kindergartenkind kreativer am Questdesign. Skandal. Ich besorg's dir, pass auf. Konzentration. No harvest too big or small. Thanks again, boys. You're a great help. You had a hand in our veggies, so try whatever you like. Okay, haben wir noch einen? Einen habe ich noch. Nightingale schreibt, aus 2 Meter Entfernung in GTA mit einem Raketenwerfer auf Omas schießen? Oder viel, viel besser, in Saints Row Leute mit einem lila Riesendildo verkloppen. Das ist doch gut. Komm schon. Okay, So, ich glaube, wir haben jetzt auch... Okay, ich muss los. Ja, ich glaube, ich habe genug von Open World. Ich frage mich auch gerade, ob es sinnvoll ist, wirklich alles in Open Worlds machen zu können. Ich habe genug von Open World, ich habe genug vom Januar, ich will endlich Februar. Und im Februar kommen richtig viele geile Games raus. Und was genau im Februar rauskommt, da bringen wir euch natürlich up to date. Es geht ab mit der Mods, mit Februar, die Special Games. Der Januar neigt sich dem Ende und ihr braucht dringend neuen Stoff zum Zocken? Keine Sorge, der Februar ist vollgepackt und hält einige Games für euch bereit. Knuffig und wollig startet der Spielemonat mit Poochies und Yoshis Woolly World. Da sich der grüne Dino seit Wii U Release vor knapp 2 Jahren etwas langweilt, darf er in der 3DS-Portierung jetzt Hund Poochie Gassi führen. Die Handheld-Version des Wollabenteuers enthält sämtliche Wii U-Level und einen zusätzlichen Spielmodus. Hier steuert ihr Yoshis bellenden Wollknäuel-Sidekick und wuselt euch durch liebevolle Stricklevel. Zumindest, wenn ihr die gewaltige Dosis an Niedlichkeit aushaltet. Wem das zu knuffig ist, der darf sich auf Ninja-mäßiges Fratzengeballer freuen. Weil der Titel Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 nicht schon viel zu lang ist, gibt's jetzt auch noch die Erweiterung Road to Boruto. Komplett heißt das Ganze also jetzt Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Der DLC liefert eine frische Storyline rund um Sohnemann Boruto, neue Gebiete und weitere Charaktere. Kaufen könnt ihr euch das Ganze als Download oder auf Disc, zusammen mit den bisherigen Erweiterungen. Heftige Ninjutsu-Kampftechniken bekommt ihr in beiden Fällen. Immer noch zu niedlich und zu harmlos? Deutlich härtere und blutigere Ninja-Schellen gibt es bei Nioh. Schnetzelt euch durch das Japan des 17. Jahrhunderts und zerkloppt neben Ninjas auch noch Geister, Dämonen und all das Gesocks, das die japanische Mythologie so hergibt. Ja! Mit üppigem Waffenarsenal und komplexem Kampfsystem könnte sogar Genre-Primus Dark Souls neidisch werden. Ob die Samurai-Saga den König vom Thron stürzen oder überhaupt in den Thronsaal vorstoßen kann, wird sich ab dem 8. Februar zeigen. Weil Gekloppe der heiße Scheiß im Februar zu sein scheint, geht das Gemetzel mit For Honor gleich nahtlos weiter. Als Wikinger, Ritter oder Samurai liefert ihr euch intensive Multiplayer-Schlachten, die euch all eure Axt- und Schwertkünste abverlangen. Jede Fraktion besitzt eigene Klassen und Waffen. Ob windige Valkyrie mit Schild und Speer oder schwerfälliger Shugoki mit Keule. For Honor lässt euch freie Wahl. Die Kämpfe sehen schon mal ziemlich wuchtig aus und versprechen packende Duelle. Mehr Strategie statt Schelle gibt es in Halo Wars 2. Schnappt euch eure Spartans und Warthogs, um gegen fiese Feinde in den Krieg zu ziehen. Neben neuen Einheiten und Gegnern gibt es außerdem einen brandneuen Spielmodus. Der Blitzmodus macht es möglich, Schlachten mittels Sammelkarten auszutragen. Wer hier eine gute Armee aufbauen will, braucht das passende Blatt. Das könnt ihr freispielen, aber auch kaufen. Das Prinzip hat auch schon ganz gut bei anderen Titeln geklappt. Nicht wahr, FIFA?
Berserk and the Band of the Hawk wirkt wie eine Texturtapete, die das Aussehen der gleichnamigen Manga- und Anime-Reihe Dynasty Warriors überstülpt. Simpel wie das Gameplay der Dynasty Warriors-Reihe nun mal ist, schnetzelt ihr euch von Massenschlacht zu Massenschlacht und streckt dazwischen mächtige Bosse nieder. Weil es in der düsteren Fantasy-Welt von Berserk für gewöhnlich äußerst blutig zu sich geht, bekommt ihr mit der Videospielumsetzung ein ebenso vor Blut triefendes Game. Zuletzt gesellt sich noch Torment Tides of Numenera zu der munteren Release-Runde. Als geistiger Nachfolger von Planescape Torment erwartet euch ein echtes Oldschool-Rollenspiel. Aus isometrischer Sicht steuert ihr eure Truppe und stürzt euch in rundenbasierte Kämpfe. Die sind nicht das Spannendste der Welt, ebenso die etwas angestaubte Präsentation. Doch die tolle, redselige Erzählung soll das wieder wettmachen. So, jetzt wisst ihr Bescheid und seid bestimmt alle richtig am Ausrasten. Das war's leider für heute schon. Mit Game 2. Wiederschauen. Reingehauen. So Leute, ich habe jetzt mal die aktuellen Zahlen hier bekommen und oh Wunder, es war ja auch nur eine Frage der Zeit. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit unserem YouTube-Kanal 100.000 Abonnenten zu erreichen. Alter, das ist ja Hammer! Das ist ja wirklich geil! Hallo, pack mal wieder eine Runde. Ja, ja, genau, jetzt ruhig hier, ruhig. Bitte ruhig bleiben ja hier. Müssen wir schon was machen, du Dummkopf? Ja, lass uns doch ein Musikvideo machen. Ja, ein Musikvideo ist schon mal geil. Oder, ja, das ist ein großer Banner, selbstgemalt, schön von der Redaktion. Sag mal, Ruhe hier! Seid ihr denn total... Das ist 100.000 Abonnenten, das ist nicht 10 Millionen. Dann nimmt sich jetzt einer von euch einfach irgendeine Kamera, geht nach üben, holt sich eine bekannte Nase in die Nacht, dann so, oh cool, vielen, vielen Dank, ihr geilen 1000 Likes an eure Abos. So machen wir das. So, wer von euch hat Zeit? Nee. Ja, das ist so. Hallo? Rudi, wie sieht's aus bei dir? Ich, Alter. Das wäre ein Job für dich. Okay, mach ich. Ganz kurze Frage vorher. Dreh-Team? Mark, Dreh-Team. Hast du eins? Dreh-Team. Ja, Christen, Dreh-Team, auf jeden Fall. Warte mal, hier ist ja schon. Hier, oh, dein Dreh-Team. Hier, so, ne? Alles klar. Time is money, Rudi. Also, ein bisschen Hackengas. Alles klar. Komm hier, ja, okay, dafür. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Unser Mann, klasse. Los, Rudi. Das wird super. Oh, Nils. Ey, geil, dass du da bist. Hier, 100.000, ne? Hier, der Colin hat mich losgeschickt. Ey, Junge, das interessiert mich jetzt echt rudimentär, Rudi. Aber weißt du, ich acker hier wie ein Büffel, Alter. Ich mach hier Business. Du wieselst hier rum irgendwie. Was willst du? Scheiße, Mann! Das geht ganz, ey, ganz schnell nur kurz. Boah, geil, Simon, Alter. Ey, vielen Dank, dass du den Stress jetzt auch noch aus London antust. Aber klar, Rudi, mach ich super gerne. Pass auf, Moment. Oh, aber die Verbindung wird schlecht. Später. Simon? Hörst du mich? Simon! Oh, Scheiße, Alter. Herr Gadeh, können Sie sagen einen Satz zum Thema Rocket Beans? Rudi? Alter, geh mir nicht auf den Sack, ey. Mann. Oh, Eddie! Ah. Nur einen kurzen Satz. Nein. Lisa, wo ist denn der Budi? Budi ist krank. Oh Mann, warum ist der denn krank, ey? Ich brauche einfach nur irgendeine prominente Nase, die mit drei Sätzen in der Kamera spricht, ey. Du weißt schon, wer gerade im Studio ist, ne? Und die Charaktere eingefügt werden, was weiter ist, was auch sinnvoll ist. Und die zweite ist eine, die den Namen dieser Serie noch stärker zeigt. Ja, darum finde ich Facebook. Klar, ey. Dann ist es. Und Action. Naja, ey, 100.000, Respekt. Glückwunsch, innerhalb der kurzen Zeit. Sauber gemacht. Das war heftig. Mit meinem rechten Blick kann ich sogar roten. Oh, mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Dankeschön.